Shalom, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. In Israels Metropolen Tel Aviv und Jerusalem ist es erneut zu Massendemonstrationen gekommen. Tausende protestierten weitgehend friedlich gegen die aktuelle Corona-Politik der Regierung. Vereinzelt lieferten sich Teilnehmer Auseinandersetzungen mit der Polizei. Der Koalition zwischen der konservativen Likud-Partei und dem Mittebündnis Blau-Weiß wurde Unfähigkeit im Umgang mit der Corona-Krise vorgeworfen. Der Zickzack-Kurs der Regierung ist nur schwer nachvollziehbar. Angesichts hoher Infektionszahlen wurde die Schließung von Stränden, Swimmingpools und Restaurants angekündigt. Nach heftigen Protesten zog die Regierung diese Maßnahmen wieder zurück. Der von Medizinern geforderte Lockdown wurde aus Rücksicht auf die schwächelnde Wirtschaft auf die Wochenenden beschränkt. Die israelische Regierung hat ein milliardenschweres Hilfspaket zum Anschub der angeschlagenen Wirtschaft vorgestellt. Umgerechnet rund 1,5 Milliarden Euro sollen an die Bevölkerung verteilt werden. Ausgenommen sind Personen mit einem Jahresgehalt von mehr als 170.000 Euro. Regierungschef Benjamin Netanyahu betonte, dass die Auszahlung rasch erfolgen werde, um existenzieller Armut zu begegnen. Die Arbeitslosigkeit in Israel liegt mittlerweile bei über 20%. Obwohl der Staat über ein funktionierendes Sozialhilfesystem verfügt, reichen deren Gelder oftmals nicht aus, um die hohen Lebenshaltungskosten zu decken. Kritiker halten die angekündigten neuen Staatshilfen für viel zu gering. Das Bezirksgericht Beersheba hat zwei Männer freigesprochen, die versehentlich einen Einwanderer aus Eritrea verprügelt hatten. Sie hatten ihn für einen palästinensischen Terroristen gehalten. Im Oktober 2015 hatte ein 21-jähriger Beduine in einem Busbahnhof in Beersheba um sich geschossen. Er tötete einen Soldaten und verletzte 11 weitere Menschen, bevor er von der Polizei erschossen wurde. Die beiden Angeklagten hatten den 29 Jahre alten Einwanderer, der durch Schüsse verletzt wurde, im Chaos nach dem Anschlag für den Täter gehalten und brutal auf ihn eingeschlagen. Der Schwerverletzte erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Dem Richter reichte die Aussage der beiden, sie hätten einen Terroristen stoppen wollen, für den Freispruch aus. Der Anwalt eines Angeklagten unterstrich, sein Mandant sei kein Straftäter, sondern ein Held. Die Europäische Union fördert erneut illegale Bauprojekte in der von Israel kontrollierten Zone C von Judäa und Samaria, dem sogenannten Westjordanland. Nach den Friedensverträgen von Oslo ist dort für Bauten eine Genehmigung der israelischen Behörden erforderlich. Doch die EU kümmert sich in diesem Fall nicht um internationales Recht. Gebaut werden sollen Schulen, Straßen, Mehrzweckgebäude sowie Wasser- und Stromleitungen. Laut Plan kommen sie 24.000 Palästinensern in 15 Ortschaften zugute. Von Seiten der EU hieß es, man betrachte die Zone C als Bestandteil des palästinensischen Gebiets. Die EU erkenne dort die israelische Souveränität nicht an. Israelische Forscher setzen im Kampf gegen das Bienensterben auf künstliche Intelligenz. Weltweit gibt es seit rund 10 Jahren ein Massensterben von Honigbienen. Rund ein Drittel der Bienen sind mittlerweile verendet. Ursache sind Viren, Pestizide und Parasiten. Ihnen ist in den traditionellen hölzernen Bienenstöcken kaum beizukommen. Die im Norden Israels ansässige Firma Beewise hat mit Computerunterstützung BeeHome entwickelt, den weltweit ersten autonomen Bienenstock. Er kann bis zu 40 Bienenvölker aufnehmen und wird rund um die Uhr automatisch überwacht. Der Imker kann zudem mit einer App auf dem Smartphone die Gesundheit seiner Bienen kontrollieren. Der israelische Architekt Moshe Safdi hat in China einen horizontalen Wolkenkratzer entworfen und gebaut. Der Raffles City-Komplex aus 8 Gebäuden in der chinesischen Megastadt Chongqing erhält weltweit Anerkennung. Eine 300 Meter lange Luftbrücke namens Crystal verbindet 4 der Hochhäuser. Die gläserne Brücke ist mit 250 Metern über dem Boden einer der höchsten Laufstege der Welt. Innerhalb der Luftbrücke gibt es 2 Schwimmbäder, Restaurants, eine Galerie, Gärten mit Bäumen und einen Aussichtspunkt. Der weltberühmte israelische Architekt Safdi arbeitet derzeit an einer weiteren Himmelsbrücke auf Wolkenkratzern in Singapur. Wir kommen zum Wetter und das heißt weiterhin Sommersonne von früh bis spät. In Jerusalem wird es bis zu 35 Grad heiß, für Tiberias am See Genezareth sind sogar bis zu 41 Grad vorhergesagt. Tagesaktuelle News finden Sie wie immer auf unserer Webseite www.fokus-jerusalem.tv. Wir wünschen allen Kranken baldige Genesung. Machen Sie es gut!